Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Runde Dawn of Man bei eurer Multibande mit euren Rob, unser Steinkreis, ne, er steht immer noch nicht, denn das ist doch ein ganz schön weiter Weg. Wir sind jetzt schon hier angekommen, hier sind wir gestartet, es wird wohl noch eine Folge dauern, bis dieser Stein endlich ankommt, denn die Leute haben nicht immer Bock da was zu machen. Jetzt hier, Rückenschmerzen, nee, kann nicht mehr, will nicht mehr, lasst mich in Ruhe, ne, dann ist es halt so. Können wir leider nicht ändern. Müssen wir warten. Aber hier wird fleißig geschmolzen. Hier wird Kupfer hergestellt. Ohne Ende. Wir können Kupferwerkzeuge herstellen jetzt endlich. Da müssten diese anderen Werkzeuge alle irgendwann verschwinden, wenn die mal kaputt gehen würden. Aber die werden kaputt gehen mit der Zeit. Ich vermute mal ja. Und hier knallen wir einfach die Schleifen voll. Ohne Sinn und Verstand. Ach, da bringt er einfach mal er fährt hin und her. Hier brauchen wir noch ein paar Schlitten. Hätten sie nicht Karren lieber gehabt? Gibt's Karren? Kann ich Karren erforschen? Das Rad benötigt für Karren. Karren, okay, hier kann ich dann Karren machen. Ja, das dauert ja noch Monate. Und wieder jemand an Altersschwäche gestorben. Wie viel haben wir denn noch Platz? Ja, wir haben noch genug Platz für die Leute. Aber wir brauchen echt viel mehr Holzscheite. Habe ich das schon erwähnt? Dass Holz Mangelware ist? Hier wird ja gefällt fleißig und bringt dann auch immer gleich Holz mit. Aber wir brauchen noch mehr Kern. Oh, 250 mehr Mehl haben wir jetzt schon verarbeitet. Gibt wieder einen Wissenspunkt. Das ist sehr, sehr gut. Hier haben wir einen Turm, da haben wir einen Turm. Brauchen wir vielleicht noch mehr Türmchen? Nö, ne? Das sollte reichen. So, was macht er? Wo ist er? Oh. Langsam aber sicher. Wir kommen an. Das Stöckchen brauchen wir nicht. Hier haben wir auch nochmal Kupfer. Hier haben wir Feuerstein. Und das könnten wir eigentlich verschieben, das Gebiet. Bis wir da beides drin haben. Achso, ist ja wieder ein anderes. Ne, da kann ich doch da lassen. Da, hier, zack. Und hier setze ich ein neues Arbeitsgebiet hin für Feuerstein. Können wir auch theoretisch den nehmen. So, hin, zack. Zwei Leute. Hier, da, bam. Hier drei. Mine, die wird schön fleißig abgebaut. Wir haben nochmal 53 Kupferstückchen drin. Und haben schon zwei neue Schlitten fertig. Bauen noch ein paar Bögen. Ja, hier getrocknete Häute und Leder. Leder brauchen wir eigentlich erstmal nicht mehr. Bauen nochmal vier Bögen. Da hat jeder dann einen Bogen nachher. Falls der Gegner kommt. Jetzt sollen sie ja ein bisschen mit mehr Leuten kommen, ne? Bin ich echt gespannt. Und ich würde auch echt jetzt hier neben den Eingang vielleicht... Wir setzen mal noch ein paar mehr Türmchen. Unsere Siedlung wächst sehr langsam, da können wir uns auch ein bisschen was erlauben. 250 mal Feuerstein, die brauchen wir jetzt bald auch nicht mehr. Denn Werkzeuge werden jetzt nur noch mit Kupfer gebaut. Aber die müssten dann auch länger halten, ne? Ja, guck mal, die haben wir auch noch, die haben wir noch... Das ist ja Wahnsinn, bis die hier mal... verbraucht sind. 10 mal Knochen. Knochen brauchen wir auch schon gar nicht mehr wirklich. So, wo ist mein Hinkelstein? Ist es schon? Oh, sieht gut aus. Der Megalith kommt. Und der Händler ist auch da. Dann schauen wir mal, was er uns Schönes anbieten kann. Ja, Kupfer. Dreimal Kupfer. Hier Sicheln. Jetzt können wir diese alten Sachen mal wegräumen lassen. Hier, dort, da, dort. Nehme ich dafür Kupfer. Gib mir dein ganzes Kupfer. Hm, das brauche ich nicht. Kann ich das innen wegmachen? Ja, nehme ich innen weg. Und nehmen wir nochmal Stroh dafür. So, Kupfer können wir immer gebrauchen. Wobei man auch jetzt Holz vielleicht mittlerweile einkaufen könnte.
und dafür irgendwie Getreide oder so weg. Da müssen wir nicht so viele Bäume fällen. Also Stroh wird echt knapp, ne? Oh, hier wollte ich ja eigentlich noch... Ich hatte hier noch Felder gebaut. Sicheln, wir haben jetzt schon 2 Kupfersicheln und es kommen ja noch etliche. Noch eine Sichel und noch mehr Sicheln. 22 mal Kupfer, 10 mal Holzkohle, das passt. Und noch einmal Kupfer auf Lager. Hier wird Wasser geschöpft, hier muss repariert werden wieder. Kostet wieder Holz, also Holz ist echt... Das ist echt eine knappe Ressource mittlerweile. Gut, die jungen Bäume sind auch schon wieder ein bisschen gewachsen. Man muss halt immer mal gucken, wo neue Bäume entstehen. Das fällt einem gar nicht so auf, ne? Ist nur doch junger Baum, ah, okay. Da ist noch ein junger Baum. Das sind Büsche, ja, Büsche. Und da macht sich wohl eine Gruppe Bären bereit, uns zu attackieren. Ach, die hat hier ab was abgebaut, naja, scheint so. 46 mal Getreide, das ist okay. Sammelt hier alles schön ein von den Feldern. Warum bringst du es nicht gleich dahin? Das ganze Stroh kann dahin. Wir haben bestimmt hier wieder Stroh in den Gebäuden, ne? Einmal habe ich schon entdeckt. Ich verstehe es nicht, Alter. Wir haben diese Strohsammelstellen. Und ihr räumt das Stroh einfach nicht da rein. Gut, ihr seid alt genug, müsst ihr selber wissen, mir egal mittlerweile. So, vierfach Speed. Ganz schön schwer, der Top, ne? Oder dieser Kupfer. Er hat Durst und er hat natürlich auch keinen Bock mehr zu arbeiten. Oh. Oh, oh. Schaut's euch an. Hier wird... Ah, so haben sie anscheinend früher gemacht. Okay, ja, mit Erde aufgeschüttet, ne? Irgendwie hochgeschoben. Kann ich nicht ganz glauben, aber... Irgendwas muss man ja nehmen, dass es funktioniert, ne? So, der steht. Es fehlt nicht mehr viel, dann ist hier unsere schöne Kultstätte fertig. 10 mal Kupfer haben wir jetzt, einmal frei. So, sieht gut aus. Fertig? Nö, noch nicht ganz. Hier so kleine Steine noch drin, einmal frei. In der Mitte noch ein Altar, das wäre richtig cool. Nee, gibt's nicht, schade. Aber es gibt dafür 3 Wissen, ein Steinkreis ist fertig. Der sieht echt schick aus. Der macht was her in der Siedlung. Wenn ich jetzt noch weitere Megalithen irgendwo hätte, würde ich gerne noch hier oben den Dings bauen. Den Dolmen. Weil ich glaube, das macht was her. So hier als Kultstätte. Boah, 3 Stück gleich. Das ist heftig. Meilenstein freigeschalten. Größenwahn. Nur weil wir jetzt das Teil gebaut haben, sind wir größenwahnsinnig. Na okay. Dann ist es halt so. So, hier kommt dann dieser Stein hin. Erz abbauen, erschöpft. Das heißt, hier ist jetzt alle. Ja, müssen wir eine Mine hinbauen, auch kein Problem. Bauen wir eine Kupfermine. Hier haben wir noch eine Kupfermine, die hat noch genug. So, ihr macht auch immer schön fleißig. Ja, macht fleißig weiter. Was brauchen die denn hier für Werkzeug eigentlich in der Mine? Müsste eigentlich eine Hacke sein, ne? Kupferaxt, Holzfällen? Nee, dann ist es hier eine Kupferhacke. Abbauen und kämpfen. So, und wir haben jetzt schon wieder 13 Mal. Ey, Wahnsinn, geht das jetzt schnell? Hier könnten wir dann Birnenbäume, Kirschbäume, Haselnussbäume. Und die können wir dann auch fällen. Wir machen das jetzt mal.
Fruchtbaum-Domestizierung ist damit ready. Birnbäume. Mach mir irgendwo eine... Boah, Alter, riesig. Eine Birnbaumplantage hin. Wird dort ein Kirschbaum. Die können wir dann auch fällen, das ist ja das Schöne. Machen jetzt hier einen... Jemand gestorben, Altersschwäche, ist okay, passiert. Da passt er nicht hin. Machen wir hier eine kleine Kirschbaumplantage und noch vier Birnbäume, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Den letzten nicht. So. Und dann machen wir hier nochmal zwei Birnbäume. Ein Birnbaum, okay. Und dann können wir hier hinten dieses Abbaugebiet wegmachen, brauchen wir nicht. Hier bringt uns Holz, das ist sehr gut. Oh, hier wachsen wieder viele junge Bäume. So wie es sein muss. Wir brauchen nämlich mehr Holz. Aber wir brauchen jetzt noch die Megalithen. Und die müssen wir erstmal suchen. So, einen gefunden. Zwei gefunden. Ich brauche drei. Das ist natürlich jetzt den dritten. Hier in Bergen ist nichts. Die müssen dann mittlerweile echt weit für die Megalithen, ey. So. Muss ich mir dann nur noch merken, wo die waren. Und dann sollte das eigentlich klappen. Also hier hat man jetzt zwei, ne? Ja, zwei Stück. Der dritte, dann kriegt man das fertig. So, hier diese Kultstätte, wie viele Leute können hier rein? Das sieht man gar nicht. 50 Ruhmwertungen, okay. Und schon wieder ein Sturm. Immer ein Wintersturm. Aber kein Schnee. Ich hätte lieber Schnee. So, wir wachsen jetzt die Bäume, das wird dauern. 30 mal Kupfererz. Und der Händler ist da. Was gibt's Schönes? Pfahlherstellung. Für 300. Für 300. Hier gibt's 5. Boah, 300 ist echt heftig. Das ist heftig. 301. Ja, die brauche ich nicht verkaufen. Knochensperre, die können weg. Feuersteinsperre, die können weg. Die Feuersteinsichern können weg. Die lasse ich alle da, die brauche ich auf jeden Fall. So, da brauchen wir immer noch viel zu viel. Die bringen halt nur 5, die Line-Outfits. Die sind für den Sommer, aber was soll's, die verkaufe ich jetzt alle. Denn wir sparen Forschungspunkte. Räuberangriff, kurz Pause, hier Alarm. Von wo kommen sie? Sie kommen von... ja, okay. Na gut, sind ein paar Mann mehr, das passt schon. So, bemannt mal den Turm. Dann schließt mal die ganzen Tore. Wer jetzt nicht drin ist, hat Pech. Das Tor, das machen wir auf. So. Jetzt machen wir ganz einfach das Tor auf. Und Feuerwerk. Ja, dann war es das wohl, ne? Haben wir sie wieder weggeknüppelt. Alle Tore öffnen. Aber dieser Turm, er stirbt jedes Mal, der geht jedes Mal kaputt. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach zwei Türme hin. Die kamen jetzt das zweite Mal von hier. Zwei Türme hin. Wir lernen ja, ne? Wir sind ja lernfähig. Wie sieht's hier aus? Leinstoff, wir haben so viel Leinstoff. Es ist irre, wir können hier noch Leinstoff ohne Ende machen. Zack, 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 zack. Damit die wieder Sommeroutfits bekommen.
Wir haben jetzt den Pfahlbau fertig. Was können wir da jetzt Schönes bauen eigentlich? Hier nichts, hier nichts. Produktion. Feuerstelle, Handwerksschuppen haben wir schon. Heutetrockner. Nahrungstrockner, Mörse, haben wir alles, haben wir alles. Was gibt es noch hier? Die Brauerei, die Wassermühle und einen Ofen. Ah, okay. Gibt es hier irgendwas dafür? Nein. Nein. Und hier auch nicht. Und da... Doch, hier eine Brücke. Ah, okay. Ach so. Ja, und wenn ich jetzt aber sage, ne, Brücke hier. Über den See. Passt nicht oder will nicht? Geht anscheinend nicht. See zu groß. Klicken und halten, um Brücke zu platzieren. Ja, ich klicke und halte und es passiert nichts. Also hier geht's. Hier machen wir das. So. 6 Holzstämme. Da brauche ich hier 600 Holzstämme. Vielleicht ist der See auch zu tief, dass es nicht geht. Aber gerade ging's. Ja, das Stückchen geht, ne? Das geht auch noch. Das geht nicht. Das geht nicht. Ne. Arbeitsgebiet erschöpft. Feuersteine holen. Dann machen wir hier eine Feuersteinmine draus. Ist doch kein Problem. Da muss ich wieder ein anderes Gebäude. Ach, wo war denn das jetzt wieder hier? Produktion. Da. Feuersteinmine. Auch 6-mal Holz. Wir brauchen mehr Holz. Hatte ich das schon erwähnt? Wir brauchen mehr Holz. Aber so ein paar Bäumchen sind schon wieder hier entstanden. Das ist gut. Wir machen mal nicht alle weg. Und hier kommen auch etliche neue Bäume. Hier ist ja noch, hier wird ja noch abgeholzt. Das passt soweit. Ein Schäfchen wurde geschlachtet. Die Dolmen müssten eigentlich fertig sein. Aber wo waren die jetzt wieder? Da oben war der, ne? Nee. Wo hatte ich denn jetzt den dritten? Ja, hier, ne? Nee, Feuerstein. Eisen, Eisen, Eisen. Die waren jetzt diesen... Der ist fertig. Den können wir verschiffen. Brauchen wir dafür noch Leder. Das ist kein Problem. Das machen wir schnell noch. Machen wir noch 3-mal Leder rein. 6-mal. Hier hinten war der noch. Genau, jetzt habe ich den. Ja. Alles schick. Wir können wieder auf normale Ansicht machen. Zack. Ah, hier diese Kultstätte. Aber sie gehen auch nur... Sie gehen nicht rein. Hätten sie ruhig reingehen können. Wissen nicht, sie hätte besser ausgesehen. Die Züge geht ja fast rein, ne? Ja, komm. Opferaltar. Ich werde gleich geopfert. Alles schick. Aber die Leute gehen auch nur davor. Ja, wie gesagt, ne? Opferaltar wird gleich geschlachtet. Das letzte Schaf ist gestorben. Wie das letzte Schaf ist gestorben. Habe ich keine Schäfchen mehr? Verwaltung? Tiere? Wir haben keine Schafe mehr. Wir haben Ziegen ohne Ende, aber keine Schafe. Das ist schlecht. Das heißt, es gibt jetzt keine Winterklamotten mehr. Und ich brauche Schafe. Seid ihr Schafe? Mufflons oder seid ihr Ziegen? Steinböcke sind Ziegen eigentlich, ne? Mufflons. Mufflon, junges Männchen, junges Weibchen, junges Weibchen. Einige unserer Einwohner haben keine leichte Kleidung. Ja, dann tut's mir leid. Dann kann ich das jetzt auch nicht ändern. Wir sind doch schon dabei. Wir sind doch hier am Knuffen. Ein neuer Mensch wurde geboren. Das ist nicht gut. Wir brauchen erstmal Schafe. Das Mufflon, wer war das? Waren das die Wölfe? Ey, ich raste aus.
Okay, wir haben jetzt wieder ein Schaf, ne, wie es aussieht. Verwalten, Tiere. Ein Weibchen, ein Jungtier. Aber wir brauchen mehr Schafe. Wir müssen mal jetzt wieder in die Ursicht. Mufflon, ist es ein Mufflon? Nee, Steinbock. Mufflon, Mufflon. Wölfe, ja, ey, die müssen weg. Die fressen meine jungen Mufflons. Was bist du? Du bist ein Hirsch. Aber ich brauche Mufflons. Raubtiere, Raubtiere. Hier ist noch eine Gruppe. Hirsche. Alles Hirsche. Esel. Bisons. Wenn man mal Mufflon braucht, ist kein Mufflon da, ey. Mann, keine Schafe. Kann ich nicht ändern. Muss ich auf den Händler warten.